Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte heute mit euch die neue Maybelline New York Mascara testen. Die ist ja nicht lange, die gibt es erst seit einer Woche oder zwei Wochen höchstens. Ja, ich habe die auf Instagram gesehen, habe mir gedacht, wow, die schaut ja wirklich mega aus. Das Design gefällt mir, das kommt so, das ist hier so rund, ja. Also das Design hatten wir bis jetzt, glaube ich, noch nicht bei Maybelline. Ich bin es immer so gewohnt, so ein bisschen dicker und schmaler, ne? Aber ich muss euch sagen, das Design gefällt mir sehr gut und dass das mal so weiß mit gelb ist, finde ich einfach klasse. Also ich finde, ich mag so ausgefallene Produkte. Also hat mich die Mascara angesprochen und habe gesagt, gut, die werde ich jetzt einmal testen. Denn ich kaufe nicht immer alle Mascara, die rauskommen. Die Mascara habe ich gekauft beim DM, 10,99 Euro. Ihr bekommt das genauso online und bei Müller und bei Pipa gibt es genauso. So, und würde ich sagen, wir testen mal die Mascara gemeinsam. Ihr könnt es jetzt sehen, ich habe dieses Auge habe ich schon getestet. Dieses Auge möchten wir gerne gemeinsam machen. Und zwar, die Mascara kommt in so einer kleinen Gehwolke, würde ich jetzt sagen. Ja, und ich würde sagen, wir testen die Mascara jetzt gemeinsam. Ich bin sehr oft im Produkt reingefahren, damit ja auch viel Produkt rauskommt. Also ihr merkt, da und da merkt man schon einen Unterschied. Das heißt, ich muss schauen, dass ich noch einmal reinfahre, dass ganz viel Produkt ist, aber ich mag es nicht. Wenn viel Produkt ist, verschmiert sich auch das Ganze. Aber jetzt bin ich noch einmal da reingefahren, wie letztes Mal. Schauen wir mal, ob jetzt da mehr Produkt rauskommt. Naja, also ich merke jetzt schon ein bisschen den Unterschied, genau. Also da werde ich jetzt auch noch was so drunter geben. So, schauen wir mal, wie das... Aua, jetzt bin ich mir da reingefahren. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Naja, ich weiß nicht, ich komme jetzt mit der Kamera ein bisschen näher. Ja, was haltet ihr von der Mascara? Umso mehr ich sie getuscht habe hier, umso mehr ist auch das Ergebnis gekommen. Was haltet ihr von der Mascara? Würde mich interessieren. Ist es die 10,99 Euro wert? Oder würdet ihr sagen, nein, da bekomme ich bei, sagen wir mal jetzt bei Catrice oder Essence, um das Dreifache günstiger. Also ich habe Mascara, die günstiger sind und das genau dasselbe machen. Ich hätte mir von der Mascara ein bisschen mehr erwartet. Ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Volumen hätte ich mir erwartet. Aber na klar merkt man, dass ich Mascara auch oben habe. Vor allem wenn ich so schaue, sieht man ja auch hier die Härchen. Und ich habe von Natur aus sehr, sehr lange Haare, also ich hatte da nie Probleme mit den, Augenbrauenhärchen. Nein, mit den Wimpern, sorry. Ja, also ich weiß nicht. Also ich muss sagen, also ich hätte für die Mascara ehrlich 8 Euro ausgegeben, wäre es okay. Aber 11 Euro ist schon sehr übertrieben. Ich habe von Maybelline auch andere Mascara, die sind doch ein bisschen besser. Das Einzige, was ihr bei der machen müsst, ihr müsst wirklich viel, viel reinfahren und drehen, dass das Produkt auch rauskommt, weil ohne den habt ihr fast kaum ein Ergebnis. Also ihr müsst wirklich reinfahren ein bisschen und so drehen die Mascara, damit da auch ein bisschen mehr rauskommt. Ich meine, so ist jetzt nicht schlecht, ja, wenn ich mich jetzt auch schminken würde und so, aber sie ist jetzt nicht mein Favorite, also ich würde sie nicht nachkaufen und vor allem nicht für dieses Geld. Ja, wie hat euch die Mascara gefallen? Habt ihr sie schon? Was sagt sie zu der Mascara? Ist es das Geld wert oder nicht? Oder sagt ihr so wie ich, dann gebe ich lieber 4 oder 5 Euro für eine andere Mascara, habe aber dasselbe Ergebnis. Aber ich muss sagen, die haben sich schon etwas Cooles überlegt, ja. Verpackungsopfer, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja, schreibt es mir gerne in den Kommentaren, was ihr dazu haltet zur Mascara. Und wenn ihr möchtet, dass ich öfter solche Produkte teste, dann schreibt es mir in den Kommentaren, damit ich auch weiß, okay, ihr wollt das sehen, ihr wollt sehen, was die Drogerie so hergibt, dann mache ich das auch gerne für euch. Aber
dann würde ich sagen, wir beenden jetzt das Video. Wünsche euch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Nicht vergessen, Abo-Button abonnieren, Like geben, kommentieren, mich unterstützen und vielleicht sogar auf Instagram mal vorbeischauen. Da gibt es öfters Produkte, wo ich teste und auf jeden Fall auch Produkte, wo ich auch live teste, Hauls zeige und. Guckt da mal auf Instagram auf Lolas Pink Panther. Würde mich freuen, aber jetzt beende ich das Video aber wirklich. Tschüss!